Klassisches Bananenbrot ist ja schon ziemlich fantastisch, aber ich habe ein Rezept gefunden, was wirklich eine Premium-Bananenbrot-Version ist. Und das konnte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Pflanzenhunger. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dass ihr diesmal wieder dabei seid. Ich habe ja im letzten Video erzählt, dass ich im Hintergrund gerade einmal ein paar Sachen bastel und ich kann euch jetzt tatsächlich den ersten Teil von meinem Projekt verraten, nämlich ist meine neue Homepage online. Ich fand es immer ein bisschen blöd, die Rezepte hier bei YouTube zu posten. Viele haben es dann auch nicht gefunden und es sah irgendwie ein bisschen blöd aus und war schwer zu lesen. Deswegen mache ich das jetzt anders und ihr findet die Rezepte in Zukunft jetzt auf pflanzenhunger.de. Schaut unbedingt vorbei, ich bin sehr gespannt, ob es euch gefällt. Jetzt kommen wir aber zum Premium-Bananenbrot. Die wichtigste Zutat für Bananenbrot sind natürlich Bananen. Idealerweise sind die schon sehr reif, die können gerne ein paar braune Flecken haben, dann schmeckt der Kuchen noch leckerer und süßer. Für dieses Rezept braucht man 380 Gramm, das sind je nach Größe so 3 bis 4 Bananen. Die Bananen werden mit Pflanzenmilch und Öl gemischt und dann zerkleinert. Ich nutze dafür einen Kartoffelstampfer, man könnte auch eine Gabel nehmen. Wichtig ist, die Bananen müssen nicht püriert werden, es ist vollkommen okay, wenn es ein bisschen stückig ist. Wenn die Bananenmatsche fertig ist, kommen die restlichen Zutaten dazu. Ich habe ein bisschen Vanilleextrakt dazu gegeben, man kann aber auch Vanillezucker nehmen. Ich habe das Grundrezept auf Cake Invasion gefunden, habe es aber ein bisschen abgewandelt. Ich habe nämlich noch ein paar Zutaten dazu gemacht, die die Konsistenz und den Geschmack meiner Meinung nach ziemlich verbessern. Das sind zum einen Kakaonibs, Chiasamen und Hanfsamen. Die Kakaonibs geben ein bisschen Schokoladennote, die Hanfsamen machen das Ganze ein bisschen nussiger und die Chiasamen geben eine gute Konsistenz und machen den Kuchen beim Kauen ein bisschen spannender. Dann kommt noch ein bisschen Salz dazu, ein Teelöffel Natron und ein Esslöffel Stärke. Dann kommt noch Zucker dazu. Ich habe jetzt Rohrohrzucker genommen, es geht aber auch mit ganz normalem weißem Zucker. Im Originalrezept kommen 150 Gramm rein. Ich fand das ein bisschen viel, weil die Bananen auch so schon ziemlich süß sind und habe es mit 100 Gramm gemacht. Das funktioniert ganz wunderbar. Zum Schluss kommt noch das Mehl dazu. Das Rezept funktioniert mit Vollkornmehl und mit Weißmehl und ich mache es persönlich immer so, dass ich das 50-50 mische, weil ich das geschmacklich am interessantesten finde. Man kann Dinkelmehl nehmen oder Weizenmehl, je nachdem, was man lieber hat. Ich hatte gerade Dinkelvollkornmehl und weißes Weißmehl zu Hause, also habe ich das gemischt. Jetzt muss der Teig nur noch gut durchgerührt werden und dann kann er schon in die eingefettete Backform. Man kann aus dem Bananenbrot auch übrigens wunderbar Bananenmuffins machen. Das funktioniert sehr gut, habe ich schon ausprobiert. Man muss dann natürlich nur die Backzeit anpassen. Die Muffins waren bei mir nach ungefähr 15 Minuten fertig. Dann geht's ab in den Ofen. Das Bananenbrot braucht zwischen 50 und 60 Minuten. Bei mir war es meistens schon nach 50 fertig. Wenn die Kruste des Kuchens schon so ein bisschen kross wird, kann man ihn aus dem Ofen rausnehmen. Dann könnt ihr das Bananenbrot stürzen, damit es besser auskühlt. Das sieht doch schon ziemlich gut aus. Das Bananenbrot ist zwar ohne Guss auch schon ganz fantastisch, aber der Guss setzt dem Ganzen nochmal wirklich die Krone auf. Das ist nämlich ein Erdnussbutter-Zuckerguss und der passt richtig, richtig gut zu dem Bananenbrot. Ich war überrascht, wie toll diese Kombination schmeckt. Für den Guss müsst ihr einfach nur Puderzucker, Erdnussbutter und ein bisschen Wasser mischen und das dann schön glatt rühren. Wartet, bis das Brot wirklich abgekühlt ist, sonst zerläuft euch der Zuckerguss und da habt ihr keinen Spaß dran. Am Ende kann man das Bananenbrot noch nach Lust und Laune dekorieren. Ich finde Bananenscheiben und Hanfsamen optisch sehr hübsch, aber es funktionieren zum Beispiel auch gehackte Haselnüsse oder Mandeln. So ihr Lieben, das ist euch hoffentlich klar, ihr müsst sämtliche Pläne, die ihr für heute hattet, streichen und dieses Bananenbrot jetzt und sofort backen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen vom Video. Ich hoffe, ihr habt beim Backen und natürlich beim Essen genauso viel Spaß wie ich. Und lasst mir natürlich auch sehr gerne ein Abo da, damit wir uns in der großen Welt von YouTube nicht aus den Augen verlieren. Wir sehen uns beim nächsten Video in 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine großartige Zeit, macht es gut und füttert euren Pflanzenhunger.